Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mario und Luigi Superstar Saga weiter. Wir sind endlich in Little Toad Town angelangt. Aber in dieser Stadt scheint nicht so zu sein, wie es wirklich ist. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir auch nur Sachen ein und ich habe irgendwie... Naja, ich habe Wahnvorstellungen. Das kann natürlich auch sein. Kaufen wir uns erstmal eine neue Hose, würde ich sagen, ne? Immer hereinspaziert. Importe aus dem Pilzkönigreich gibt es hier zutiefst Preisen. Das klingt doch mal gut. So, dann zeig mal, was du hast. Oh, Importware. Und heimische Ware. Gut. Importware. So, wir haben hier eine Pilzhose, eine Cooperhose und ein Pilzchinos. Moment, Cooperhose? Hose aus Cooperpanzer. Erhöht die Verteidigung nochmal relativ beträchtlich, ne? Aber dann ist der Erstschlag weg und Auto-HP-Erholung. Wobei, also Auto-HP-Erholung finde ich sehr cool. Erstschlag ist mir jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Heimische Ware. Pilzorden. Maruigi-Orden. Auto-BP-Erholung. Ja, wenn man jetzt nochmal diese BP-Geschichte, die Brüder-Geschichte irgendwie häufiger einsetzen würde, ne? Dann wäre das eventuell richtig geil. Verstärkung von Konterattacken. Das klingt auch geil. Wenn man gut in Kontern wäre. Powerverteidigung. Dann geht die BP ja von mir aber auch ziemlich runter. Das ist der Vorteil von dem jetzigen Orden, den ich habe, dass ich mir so ein paar Zusatz-BP einfach ergaunert habe. Ich habe irgendwie Lust auf die Cooper-Hose für Mario. Und den Rest schenke ich mir. Okay. Vielleicht wieder eine falsche Entscheidung. Was weiß ich. Wir werden sehen, wie wir zurechtkommen. So, was hier so? Westlich von hier gibt's doch die alte Gröllruine. Die Erwachsenen sagen, da ist es zu gefährlich für uns. Wenn etwas verboten ist, will man es nur umso mehr tun. Geht's dir nicht auch so? Nee, geht so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke mir so, wenn jemand etwas verboten hat, dann hat es wahrscheinlich auch einen Grund. Also, man muss ja auch nicht. Man muss ja auch nicht übertreiben. Okay, der Aufbau der Stadt wird verwirrend. Unter unseren Füßen befindet sich der große Bergpilz. Ein gigantischer Pilz. Es ist äußerst mysteriös, wie dieser Pilz so riesig werden konnte. Ist nicht auch das größte Lebewesen auf diesem unserem Planeten ein Pilz? Also wenn man von Lebewesen in dieser Form halt irgendwie sprechen möchte. Der soll doch irgendwie Kilometer groß sein oder irgendwie sowas in der Art. War das nicht so? Oder war es einfach nur ein Baum mit seinen riesigen Wurzeln? Oder... Ich bin mal irgendwann wieder sowas gelesen zu haben. Ziemlich hoch hier, oder? Könnte etwa so hoch sein wie der Lachberg, oder? Was für eine Aussicht. Es hat sich gelohnt, durch die Wüste hierher zu kommen. War das dieses komische Liebespaar, was wir schon am Lachberg gesehen haben, die sich den Wasserfall angeguckt haben? Vielleicht. Du. Was für ein Schlimmling. Er weiß, dass ich nicht bis dahin springen kann und deshalb versteckt er sich immer da. Sowas aber auch. Kann ich hier hoch in die Röhre? Nein, kann ich nicht. Ei? Puh, was für ein Vibe. Ach so. Ein feines Plätzchen, um sich vor ihr zu verstecken. Wenn ich diesen Ort nicht hätte. Naja, aber du musst sie trotzdem die ganze Zeit angucken. Also irgendwie... So richtig gerettet hast du dich nicht, Bruder. Das sind doch Mario und Luigi. Wie gefällt euch diese Aussicht? Ein fantastischer Ausblick, oder? Yay, fantastisch. Also, fantastisch? Fantastisch? Was ist das? Wofür ist das hier? Keine Ahnung, keiner sagt es mir. Ich möchte eigentlich nur was gucken. Ich wollte so machen. Nichts? Wirklich rein gar nichts? Es scheint ja fast so zu sein. Moment. Aber das hier auf der rechten Seite hat mich dann doch ein bisschen interessiert. Zumindest mal kurz gucken. Wofür das gut ist. Für gar nichts. Hä? Wofür ist das? Ich kann hier nicht runter. Okay. Kann ich wirklich nicht runter? Nö, ich kann nicht mal so runter. Guck dir das an. Ah! Ja, toll. Hat sich das jetzt gelohnt? Ja oder nein? Daran werden sich auf ewig die Geister scheiden. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur ominösen Quelle des Krachs. Mal gucken, was da hinten so los ist. So, hi. Hurra, hurra, ein unschlagbar Pilz.
Der Unschlagbar-Pilz ist eine Mischung aus One-Up-Pilz und Unschlagbar-Stern. Wagt ein Spielchen und holt euch den Unschlagbar-Pilz. Details gibt's in dem Gebäude da. Ist das die Spielhalle? Oh. Digitales Steuerkreuz B und A. Hm. Hoch, runter, links, rechts, B, A, Startselekt. Irgendwie so. Ein Unschlagbar-Pilz? Ob der wohl gut schmeckt? Ob der Unschlagbar-Pilz wohl bei Hautkrankheiten hilft? Ob man damit auch die Hautflecken wegbekommt? Hm, vielleicht. Man passt besser auf, was man auf Reisen isst. Kann schon passieren, dass man vom ungewohnten Essen krank wird. Dann ist die Reise aus. Aber wenn man einen so sensiblen Magen hat wie meinen hat, da wird man sogar von gewohntem Essen krank. Ja, das ist irgendwie ein weit verbreitetes Problem, wenn man Urlaubsorte fährt oder so, ne? Die ein bisschen weiter entfernt sind. Man probiert dann ganz gerne ja mal was anderes zu essen aus oder so und dann stellt man irgendwie fest, wäre man doch lieber bei der gewöhnlichen Küche geblieben. Das ist dann immer so ein gewisses Problem. Ich habe auch einen sehr sensiblen Magen. Ich weiß da, wovon ich spreche. Ich schaue mich nur um. Natürlich tust du das. Stört mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Okay. Kann ich spielen? Hereinspaziert. Ein Spielchen gefällig? Wagt ein Spielchen und wenn ihr eine gute Punktzahl schafft, gibt's den Unschlagbar-Pilz umsonst. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt so... Also der Automat hier ist defekt, das ist schon mal sehr gut. Ah, guck mal, hier oben kann man spielen. Ach, verdammt, mal wieder voll daneben. So, was ist das für ein Spiel? Lust auf ein Spielchen und wie? Was ist das? Hier, wie heißt er? Oh Mann, wie heißt er denn? Ist es... Heißt er Gino? Geno? Aus hier Super Mario RPG. Irgendwie so. Den die Leute sich immer die ganze Zeit für Smash Bros. Noch gewünscht haben, der aber niemals bei Smash Bros. Kommen wird. Willkommen beim Sternschnapper. Schafft 200 Punkte und ihr bekommt eine tolle Prämie. Drückt Start, um die Regeln anzeigen zu lassen. Und jetzt gebt Gas. Start. Moment. Stern 5 Punkte, Blume 3 Punkte, Pilz 1 Punkt, Bobbe... Nintendo. Aha. Luigi B, Mario A. So, Moment. Verstehe ich nicht. Hä? Okay, man hat da das Bild von der Piranha-Pflanze und dann so und dann... Hä? Was? Aha. Ja. Okay, was ist... Verstehe jetzt noch weniger. Ach so, Moment, muss ich das... ich muss so machen. Ich verstehe. Das ist ja... Das ist ja höchst interessant. Okay, und am besten sollte man das natürlich so machen, dass die ganzen interessanten Dinge dann in die Piranha-Pflanzen reinfliegen. Ja, und nicht so viel die Bomben und so. Wobei das halt so Ansichtssache ist. Dup, die dup, die dup. Aber ich habe schon ganz gut Punkte gemacht jetzt, oder? So ein bisschen. Zumindest. Oh. Dafür, dass ich am Anfang so rumgeblödelt habe, ja, wird knapp. Ich glaube, das packe ich nicht ganz mit 200. Doch, ich pack's. Erstaunlicherweise. Okay. Ja gut, dann kriege ich ja gleich einen Pilz, ne? Würde ich mal sagen. Weil ich exorbitant gut gespielt habe. Glückwunsch, das neue Highscore. Gut gepunktet. Hier euer Preis. Du erhältst den Unschlagbar-Pilz. Das war viel zu einfach. Na, schmeckt gut, oder? Ich dachte, das ist für einen Kampf oder so. Mario? Nein! Sie haben Mario getötet! Mario. Wie geht es ihm? Kommt mir reichlich grün vor. Man beachte das Gesicht. Dieser Patient leidet an... Grünfieber. Ganz sicher, schätze ich. Das ist schlecht. Viele Touristen erkranken daran, weil sie an die landestypische Küche nicht gewöhnt sind. Das ist ja unglaublich, dass dieser nur der so dahergesagte Satz von dem Pilz tatsächlich irgendwie einen storyrelevanten Hintergrund hat. Und gibt es eine Heilung? Nein. Ja, mit der richtigen Medizin. Aber ohne die gibt es keine Heilung.
In 3 Tagen wird Mario zur Riesenbohne. Quasi zu einem... Bonario! Nein! genau die Reaktion habe ich mir oft. Was sollen wir tun? Es ist nicht ganz ungefährlich. Westlich von dieser Stadt befindet sich eine legendäre Ruine. Man kennt sie unter dem Namen Gröllruine. Im Keller der Gröllruine wächst angeblich ein Kraut. Die Heilewurz. Dieses Kraut ist ein Gegengift, das Grünfieber heilen kann. Luigi, du willst zur Gröllruine reisen? Ich habe irgendwo gelesen. In der Gröllruine wohnt ein schreckliches Monster wie dieses hier. Wo hat er auf einmal dieses Plakat her? Man sagt, wenn dieses Monster einen Toad angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und saugt sein ganzes Blut aus dem Leib. Ab wie vielen Jahren ist dieses Spiel nochmal? So will es das Gerücht. Danke. Ach, wie schrecklich. Ja. Aber Luigi, dir wird sicher nichts passieren. Oder? Alles gut. Oder? Luigi? Ja, dann Luigi? Das tust du doch gern für Mario, oder? Oder etwa nicht? Dieser Druck. Dieser gesellschaftliche Druck. Weißt du, wenn du Mario so sehr liebst, dann geh du da los. Diese Brüderliebe. Im schwachen Fleisch steckt eben doch ein williger Geist. Luigi, unsere ganze Hoffnung liegt auf dir. Finde das Kraut und komm gesund wieder hierher zurück. Das krude Kraut. Okay, ja. Er kann gerade nichts tun, ihm schlottern die Knie. Geil. Luigi, unsere ganze... Ja. Man sagt doch, der Heilewurz wächst im Keller der Gröllruine. Und die Gröllruine liegt doch westlich von dieser Stadt. Ja, erstaunlich. Gut, dann gehe ich mal los. Ist er jetzt die ganze Zeit so? Und Mario, was ist ihm passiert? Und Mario, was ist ihm... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, mein ganzes Leben ist verwirkt. Die Sache mit dem Stimmenklau war zwar nur ein hinterlistiges Täuschungsmanöver, aber wegen der bilateralen Beziehungen zwischen dem Pilzkönigreich und Bohnenland waren wir in tiefster Sorge. Ja. Das Ludmilla-Problem ist ja nun glücklich gelöst, nicht wahr? In der Tat. Kann irgendjemand Luigi aus diesem Albtraum erlösen, aufwecken, also erretten? Er tut mir leid. Ich möchte das Level beenden, bitte. Ich kann ja nicht mehr speichern. Was ist denn los? Ich kann nichts tun. Ja gut, dann muss ich wohl. Zu unseren Aufgaben als Anwohner gehört auch die Pflege des Pilzes. Ja, dann pflegt mal weiter und ich gehe dann mal los. Doop-i-doop-i-doop-i-doop-i-doop. Ich warte nur darauf, dass irgendwas passiert. Geradeaus geht's zur Botschaft des Pilzkönigreichs. Ja. Wie gesagt, ich kann nicht springen. Man passt besser auf, was man auf Reisen isst. Kann schon passieren, dass man von ungewohntem Essen krank wird. Dann ist die Reise aus. Ja, bla, krank, essen, bla. Ist das die Botschaft? Wer bist du? Ah, du bist also auch an meinen hypnotischen Fähigkeiten interessiert. Bin ich? Aber du scheinst mir ein wenig aufgeregt zu sein. Atme erstmal ganz tief aus und ein. Na, wie ist es? Fühlst du dich schon etwas besser? Übrigens, du siehst dem berühmten Mario ziemlich ähnlich. Ist Mario vielleicht dein großes Idol? Dann werde ich dich wohl in Mario verwandeln. Was? Schließe deine Augen. Du fühlst dich wie Mario. Deine Sprünge sind hoch, dein Mut ist groß. Denn Mario, der Superheld, das bist du. Ja, du bist es. Siehst du, du fühlst dich schon wie Mario. Du bist Mario. Mario, das bist du. Irgendwie Mario. Fast schon Mario. Hauptsache Mario. Tja! Badabababab. Du kannst die Augen jetzt öffnen. Ja. Hierher bitte.
Oh mein Gott. Und, ist deine Mütze rot? Sind deine Kleider rot? Du bist Mario. Okay, cool. Heißt das auch... Moment. Also bin ich jetzt wirklich Mario? Nee, okay. Es wäre jetzt sehr cool gewesen, wenn er sich quasi einbilden würde, dass er jetzt zum Beispiel auch die Feuertechnik macht. Aber na gut, kriege ich halt nicht. Seit Kamek mit dem Hypnotisieren angefangen hat, wird's immer schlimmer. Jeden Tag sucht er sich ein neues Opfer für seine okkulten Übungen. Mir hat's offensichtlich geholfen, deswegen macht er nichts. Dann... Moment, kann ich jetzt nochmal zurückgehen? Bup-di-dup-di-dup, weiß ja nicht, gab's hier irgendwas noch zum Umgucken? Beim Krankenhaus der Freude? Einen so großen Pilz zu pflegen ist natürlich harte Arbeit. Ja, sehr harte Arbeit. Ich kann halt hier speichern, wenn ich will. Ah! Man kann tatsächlich einen Fahnenmast springen, aber es nutzt einem nichts. Es kommt nicht mal ein lustiges Geräusch. Ich habe jetzt eigentlich das Fahnenmastgeräusch erwartet. So ein ganz klein bisschen habe ich es doch erwartet und erhofft. Was mich jetzt vor allem wundert, neben der Tatsache, dass ich hier 1, 2, 3, 4 Münzen hatte, was mich jetzt so ein ganz klein bisschen verwundert, das klingt jetzt halt wie eine relativ große Quest. Wie so ein ganzer Dungeon, den ich jetzt alleine mit Luigi bestreiten muss. Und das bedeutet, dass das schon wieder irgendwie eine halbe Stunde Spielzeit ist, die ich jetzt ohne Mario unterwegs bin und in der Luigi die ganze Zeit Erfahrungspunkte einheimsen wird. Das wird irgendwie das Level zwischen den beiden Brüdern ein bisschen auseinanderziehen, kann das sein? Und es wird eine sehr ungewohnte Situation sein, mal wieder allein unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite dürfte es auch einige Dinge vereinfachen, weil die meisten dämlichen Sprünge und so weiter, ne? Aber egal, das fällt ja jetzt weg. Gut, ich will in jedem Fall eine Pause machen, wie ihr an meiner Teilnahmslosigkeit jetzt schon erraten haben dürftet. Und wir setzen unser Abenteuer dann beim nächsten Mal wieder fort. Ich sag jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.